Am Samstag um 12 Uhr fand der letzte Heimwettkampf der WTG Heggenkeul in der SDB-Liga statt. Die WTG Heggenkeul empfing in der heimischen Theodor-Heuss-Halle in Gärtring im Bezirksliga-Duell die Zürner des TSV Waldenbuch und im Kreisliga-Duell die der WKG Villingendorf-Rottweil 3. Nachdem der Klassenerhalt bereits am vergangenen Wettkampftag dingfest gemacht werden konnte, feierte die WTG 3 in der Bezirksliga einen versöhnlichen Abschluss. Am Boden und am Sprung sorgte David Seifert-Baldowi für die Tageshöchstwertung. Das Team um Kapitän Max Eisele zeigte eine sehr gute Leistung und war mit den Gästen vom TSV Waldenbuch stets gleich auf. Am Boden, Pauschenpferd, Sprung und Bahn gab es weniger als ein Punkt Differenz. Der beste Sechskämpfer des Aufeinandertreffens wurde Heggenkeuls Lennart Görgens, der unter anderem am Barren und dem Reck mit sehenswerten Kürübungen aufwarten konnte. Bis zum letzten Gerät wechselte die Führung kontinuierlich. Schlussendlich schrammte die WTG Dritte nur um Haaresbreite an einem Unentschieden vorbei, was den Wettkampf vom Ergebnis her auch am besten wiedergespiegelt hätte. Ein Zehntelpunkt war am Ende aber ausschlaggebend. Keine Chance hatte die WTG 4 in der Kreisliga gegen die stark auftrumpfende WKG Villingendorf-Rottweil 3. Der Tabellenzweite hatte an allen sechs Geräten die Nase vorne, weshalb die Gastgeber auch keine Gerätepunkte mitnehmen konnten. Lediglich einzelne der WTG-Nachwuchsturner waren ihren Gegnern gewachsen. Am Boden zeigte WTG-Kapitän Matti Sabir die beste Übung des kompletten Wettkampfs und hier waren sich die beiden Teams punktemäßig noch am nächsten. Besonders deutlich war der Unterschied am Pauschenpferd, das mit fast 20 Punkten Unterschied ausging. Hier wird die junge Mannschaft der Gemeinschaftsriege in nächster Zeit offensichtlich mehr Trainingszeit investieren müssen, um zukünftig konkurrenzfähig zu sein. Mit 209,9 zu 169,9. Um 16 Uhr begann dann die Verbandsliga-Riege der WTG Heggenkeul 2 ihren Wettkampf gegen die Gäste von der WKG Villingendorf-Rottweil 1. Am Pauschenpferd bestach Dennis Bulut mit der besten Leistung des Tages und erhielt dank bundesliga-tauglichem Ausgangswert 4 Scorepunkte. Bester Topscorer des Tages wurde Jan Griesmeier, der am Pauschenpferd, Sprung und dem Reck insgesamt 13 Scorepunkte sammelte. Ganz zur Begeisterung des Publikums überzeugte Adrian Dudev nicht nur an den Ringen, sondern auch im abschließenden Reck, an dem er ein Flugteil und eine gesprungene ganze Drehung aus dem Riesenfelgumschwung präsentierte. Mit 64 zu 11 Scorepunkten und 12 zu 0 Gerätepunkten gelang ein Startzielsieg und der bisher größte Erfolg der WTG Heggenkeul 2. Der Didi ist eigentlich ein Urgestein des Turnens. Viele kennen ihn schon sehr lange und er ist schon bei der WTG seit 2014. Ich habe ein bisschen recherchiert. Und war immer als Trainer, Kampfrichter und Turner im Einsatz. Und wir wollen ihn heute verabschieden. Denn unser Team hat seinen wesentlichen Punkt in Richtung Heilbronn verlegt. Und wir möchten ihm heute ein kleines Geschenk machen und uns bei ihm für seine langjährige Arbeit, sein Engagement und seine tolle Arbeit.